Hallo, ich bin die Marissa und mache gerade die berufspraktischen Tage hier im ÖGB. Ich hätte auch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Und zwar, wieso bist du zur Gewerkschaft gekommen? Zur Gewerkschaft bin ich eigentlich gekommen über politisches Engagement. Also ich bin gelernter Maurer und Schaltungsbauer und während meiner Lehrzeit bin ich in die politische Arbeit eingestiegen, bei mir zu Hause, damals in der sozialistischen Jugend, Ortsgruppe Statzendorf, bin dann dort Vorsitzender geworden und habe mich dann sehr viel mit Politik beschäftigt und irgendwann habe ich dann aber gewusst, okay, ich würde gern wirklich mich auf die Arbeit konzentrieren und würde gern wirklich den Arbeitsplatz zum Mittelpunkt meines politischen Tuns machen. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, ich muss in die Gewerkschaft. Habe mir überlegt, puh, wie komme ich denn da jetzt in die Gewerkschaft rein? Und habe einfach den ganz einfachen Weg gemacht und habe einfach bei mir im Bundesland, der Bauholz Niederösterreich, Initiativbewerbung geschickt. Habe dort reingeschrieben, dass mich das alles sehr, sehr interessiert und ob ich nicht einmal vorbeikommen könnte auf ein Bewerbungsgespräch. Und so bin ich dann immer, habe mich immer mehr rein gesteigert in die Gewerkschaftsjugend und so bin ich jetzt da. Kannst du mir genau sagen, was die ÖGJ ist? Also die Gewerkschaftsjugend ist die Vertretung, die freiwillige Vertretung aller Jugendlichen, die in Ausbildung stehen. Das heißt, nicht nur Lehre, sondern auch Schule, Studium, das gehört alles zur Ausbildung dazu. Die vertreten wir. Wir versuchen, diese Leute zu organisieren. Das bedeutet auf Unis Studentengruppen, in Berufsschulen, Berufsschulsprechergruppen, in ganz normal, also in HLWs oder so, in berufsbildenden Schulen, Schülergruppen zu haben. Und muss man aber ganz ehrlich dazu sagen, sicher 90 oder 95% der Arbeit passieren bei uns im Lehrlingsbereich. Und Jugendvertrauensräte und Lehrlinge zum Organisieren, zusammen zum Holen, einerseits einer Bildung zu geben, aber andererseits auch rückgespiegelt zu bekommen, was sind denn gerade die Themen draußen in die Betriebe? Denn so wie jetzt, ich arbeite jetzt 6 Jahre in der Gewerkschaft, wir sind sehr, sehr nahe an die Leute draußen, aber wenn du das nicht, wenn du nicht immer wieder von Lehrlingen rückspiegelt kriegst, was jetzt gerade wichtig ist, dann verlierst du ein bisschen so den Bezug zu die Problemen der Leute. Und deswegen ist es so wichtig, die Leute zu organisieren und eben nicht von oben herab was zu machen, sondern bottom-up, von unten herauf, sagen wir, sie die Themen von unten zu holen und dann versuchen, die politisch auf der politischen Ebene für diese Leute zu lösen. Okay, und wenn ich persönlich ein Problem mit Lehrern oder meinen Mitschülern hätte, könnte ich mich dann auch theoretisch an euch wenden? Und wie erreiche ich euch dann am besten? Es gibt mehrere Wege, also einerseits die klassischen Wege per Post, weil das ist beim Problem ein bisschen komisch, Telefon, Festnetz, das ist alles bei uns auf der Homepage ersichtlich. Andererseits ganz easy über E-Mail oder auch über die Social Media Kanäle. Das heißt, like unsere Seite, schreib uns eine Nachricht, du, hey, wir haben dieses und das Problem. Wir werden das sicher binnen ein paar Minuten antworten und dir. Das ist ein bisschen schwierig, oft wer in der Gewerkschaft für was zuständig ist. Für einen Außenstehenden ist das sehr, sehr schwierig. Wir suchen sie dann außer, okay, du bist in Niederösterreich, hast das Problem, bist du Schülerin, dann ist diese Person die richtige Ansprechpartnerin. Dann vermitteln wir die dorthin und die helfen da sicherlich weiter. Was habe ich davon, wenn ich ÖGJ Mitglied werde? Du hast mehrere Vorteile. Also, ich fange jetzt am Arbeitsplatz selbst gleich mal an. Du hast nicht nur jetzt so wie bei der Arbeiterkammer einen Rechtsschutz oder rechtliche Vertretung, sondern du bist wirklich in einer Kampforganisation eingebunden. Das bedeutet, auch wenn etwas gesetzlich nicht geregelt ist, aber als ungerecht für die Arbeitnehmerinnen empfunden wird, dann stehen sie in der Regel Betriebsrat, Jugendvertrauensrat und die Beschäftigten gegen diese Dinge. Und das kann man nur mit einer Gewerkschaft machen. Das ist einmal das Erste. Also betrieblich Schutz bzw. Organisation im Betrieb selbst und betriebliche Mitbestimmung. Jugendvertrauensrat, Jugendvertrauensrätin wird immer durch die Gewerkschaftsjugend serviciert. Das heißt, Fragen oder Weiterbildungen organisieren wir für diese Personengruppen. Das ist einmal die betriebliche Ebene. Dann natürlich hast du, haben wir sehr, sehr viele Bildungsangebote. Also ich erzähle jetzt vielleicht von 4, 5. Die Shoah-Reise, wir machen jedes Jahr eine Woche bzw. 7 Tage, fahren wir nach Polen und schauen uns
Konzentrationslager, Vernichtungslager an und werden dort wirklich wissenschaftlich begleitet bzw. einfach inhaltlich aufbereitet. Und das macht man natürlich in einer Gruppe mit 25 Jugendlichen, die meistens gleich alt sind, weit mehr Sinn, als wie vor dort allein hin. Ja. Und natürlich finanzieren wir das Ganze auch. Es gibt da Beiträge zwar, aber die sind sehr, sehr gering und man kriegt Vollpension und man muss sich um nichts kümmern, außer sozusagen die inhaltliche Arbeit mitmachen. Aber es gibt auch Freizeitveranstaltungen wie das Action Weekend, das jährlich in Kärnten stattfindet, wo man, glaube ich, einen Beitrag von 40 oder 50 Euro zahlt und man ist ein ganzes Wochenende am See, kriegt Vollpension und ist mit 200 Leuten in Kärnten auf dem See. Also das heißt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche, also Freizeit, am Arbeitsplatz. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass die Leute also die Idee der Gewerkschaft verstehen und nicht nur Mitglied sind, weil es eben einen Kollektivvertrag gibt und weil es Lohnerhöhungen gibt, sondern weil die Leute verstehen, dass wir die Kampforganisation der Arbeitnehmerinnen sind. So müssen wir auch auftreten, aber dafür brauchen wir eine Masse an Leuten. Denn eine Kampforganisation, die mit 5 Leuten kämpft, ist ein bisschen unnötig. Kannst du mir den großen Erfolg der ÖGJ nennen? Mhm. Haben wir erst vor 1-2 Monaten gemacht, die Internatskosten. Auf das hast du wahrscheinlich gewartet, ja. 40 Jahre, glaube ich, fordert man das schon. Das ist unglaublich eigentlich, dass es so Dinge gibt, die wirklich unter den Fingernägeln brennen. Das würde niemand von anderen Bereichen verlangt werden. Also wenn ich ganz normaler Facharbeiter bin und die Firma schickt mich auf eine Weiterbildung, dann zahle ich mir das Camp oder dieses Hotel oder dieses Internat sicher nicht selber. Da muss die Firma dafür aufkommen, ne? Klar. Im Lehrlingsbereich ist es nicht so gewesen. Das haben wir weggebracht. Wie gesagt, 40 Jahre haben wir dafür gekämpft. Mit 1.1. ist es Geschichte. Und in Wirklichkeit sind es 60 Millionen Euro. Das ist der Umfang, den die Lehrlinge künftig mehr im Geldbeutel haben. Das heißt, 100.000 Lehrlinge haben 60 Millionen Euro mehr. Das ist schon ein bisschen was. Ist die ÖGJ nur in Wien vertreten oder auch in Bundesländern? Wir sind in allen Bundesländern vertreten. Ich muss jetzt ganz kurz da hinten nachschauen, was das stärkste Bundesland ist. Tatsächlich ist Wien das stärkste Bundesland. Aber wie gesagt, wir sind in allen Bundesländern vertreten, egal wo man wohnt. Man kann einfach eingeben ÖGJ Tirol, ÖGJ Vorarlberg und man kommt sofort zu der Jugendabteilung hin. Gut, das wäre eigentlich alles von meiner Seite. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alles klar.